Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 4. Ja, jetzt sammeln wir erstmal ein. Da hinten diese Spinelle. Ich glaube, es ist eine Spinelle. Sammeln wir ein. Und ich wollte hinten noch in dieses Grab reingehen. Aber ich glaube, zuerst nehmen wir erstmal Energie. So. Und die zwei Sachen, die kombinieren wir. So, okay. Oh, ja, ist nicht mehr ganz so viel, obwohl ich könnte jetzt echt gut noch Munition gebrauchen. So, oh, hier müssen wir aufpassen. Das Ding da. Ich wollte das. Ja, genau, das sollte es machen. Da kann nämlich nichts mehr passieren. Ach nein, es ist keine Spinelle, es ist ein Seidenkristall. Oh. So, was haben wir denn Schönes hier unten? Erstmal umschauen. Okay, ist doch nichts so wirklich interessant. Aber hier. Nehmen. Ein Zepter! Wow, cool! Damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Das können wir dann verkaufen bei diesem komischen Vogel da, der mit dem Kapuze und so. Der hat leider keinen Namen. Ja, der hat bestimmt einen, aber der hat ja noch nicht gesagt. Oh, oh nein. Da ist ja noch ein Kettensägenmann. Okay, ganz leise zurückgehen. Scheiße, da ist ja noch einer. Ich dachte, die wären alle tot. Seit wann sind denn eigentlich zwei Kettensägenmänner da? Oh Mann, okay. Jetzt war ich echt verwirrt. Hä? Was haben wir denn hier? Ah, das ist gut. 15 Schuss. 15 Schuss, die kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Oh nein, warte mal. Wir nehmen mal extra. Nein, ich wollte die Pistole haben. Ich will die Pistole. Danke. Okay. Oh nee, jetzt kommen diese Kackviecher. Nein, 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 nein. Auf damit. Glück gehabt. Oh Mann, ey. So, was haben wir hier? Ah, viermal Geld. Geld, Geld und Geld. Ach, mehr ist hier nicht drin. Okay. Ah, das geht's. Ach ja, die Munition. Die soll ich am besten mitnehmen. So. Und. Oh, das hört sich nicht so gut an. Ah, guck mal da. Was haben wir denn da? Schwupp, runtergefallen. Oh Mann, das hört sich ja gar nicht gut an. Hoffentlich fällt uns jetzt nicht die Decke auf den Kopf. So, jetzt. Oh, jetzt haben wir eine Spinelle bekommen. Ah, noch Kisten. Hoffentlich ist da Munition drin. Nein, da ist nichts drin. Wofür steht die Kiste denn hier rum? Das macht doch keinen Sinn, eine leere Kiste. Aber hier muss was drin sein. Komm. Was Schönes. Ja, okay, ist auch. Kann man was mit anfangen mit dem Geld. So, er lädt und lädt und lädt. Und er ist nicht fertig geladen. Ja, jetzt ist er fertig. Ja, super. Okidoki. Das sieht ja schon mal sehr gut aus. So, erstmal gucken. Kisten. Und Kisten. So, das nehmen wir auch noch mit. Und einen Moment. Okay, so. Musste die Musik eben ein bisschen leiser machen. Musik. Die Lautstärke der Kopfhörer. Gewupp. So, haben wir sonst nichts mehr hier? Ja. Jetzt müssen wir hier mit den Loren fahren. Einen Moment, ich muss mal eben gucken. Da können wir nicht mehr nachladen, oder? Habe ich schon aufgemacht auf 200? Nein, habe ich noch nicht. 60 Schuss. Ah, warte mal. Die können wir noch aufmotzen. Nachladen, meine ich jetzt. Nachladen. Die Waffe können wir nicht nachladen. Aber die doch. Nein, wir haben nur noch 5 Schuss dafür. Oh. Okay.
Dann würde ich mal sagen, los geht's. So, wir gehen ein bisschen ganz nach hinten. Haben wir nämlich einen guten Überblick. Okay, nein, er ist doch... du blöder Penner. So, nein. Okay, so, die sind erstmal erledigt. So, gut umgucken. Ah, da vorne sind noch welche. Ah. So, schnell wieder nach hinten. Ja, jetzt kriegen wir leider nicht die Munition, aber darauf müssen wir verzichten. Wow, sieht krass hier aus. Hier unten haben sie doch die La Plagas ausgebuddelt. Soweit ich meine. Ah, nicht gekriegt. Da sind sie. Ach nö, hey, hey. Was soll denn der Kerl? Das kannst du hier vergessen. Oh, boah, der steht ja direkt hier vor uns. Oh nein, 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 der Gänsing, Mann, so ein Blödmann. Du bleibst schön da hinten. Sieht gut aus. Okay. So, jetzt kriegst du erstmal eine Packung. Zum Glück ist... Oh nein! Noch mehr von denen. Oh, Kacke. So, schnell nach hinten. Wieder nach hinten. Oh, gut aufgepasst. Ah, jetzt kommen schon wieder welche von denen. So, wir nehmen die Pistole. Wir sparen uns noch die Munition für den TNP. So, jetzt schießt sie erstmal in den Hintern. Oh nein, der Kettensägenmann schon wieder. Wow, der ist tot mit der Pistole. Wie geil ist das denn? Haha, das hätte ich ja nie gedacht, dass das geht. So, einen Moment. Oh nein. So, schön aufpassen. Ah, jetzt kriegt er mich sowieso nicht hier. Schweinebacken. Nein, 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 hör auf, hier rumzuschmeißen. Oh, Junge, drehen. Hey, hier kriegt man ja einen Drehwurm. Alter. Oh mein Gott. Alter, geht das ab hier. Oh shit, oh shit, oh shit. Und? Will das Knöpfe drücken, ich will hier rauf. Oh. Geschafft. Puh. Ja, das hat doch mit der Munition mal richtig gut hingehauen. Das hätte ich nicht gedacht. Wow, cool. Und wir haben nicht ganz 150 Schuss, aber eben 135. Damit kommen wir wenigstens aus. So, oh, was bekommen wir denn da? Ah, da ist der Opferstein. Gut, und jetzt müssen wir wieder rauf. Warte mal, wo ist denn jetzt das Tor aufgegangen? Ach, da hinten ist das... Ach so, das habe ich ja gar nicht gesehen, dass das da aufgegangen ist. So, und jetzt hier rauf. Wo kommen wir denn jetzt nochmal raus? Ach ja, genau da, wo ich gesagt habe, ja, da kommen wir raus. Gut, jetzt wisst ihr wahrscheinlich nicht, wo ich meine. Ah, da sind wir, da. Da habe ich das gesagt. In der letzten Folge. So, und wo war denn das? Ne, ich gehe gerade voll in die falsche Richtung. Ein bisschen darüber. So, und zwar hier. Dass sie verschlossen ist, weiß ich auch. Hier steht, gib dem Löwen die Opfergabe. Okay, machen wir. So, hier, lieber Löwe. Und er macht uns die Tür auf. Und wir können Aufzug fahren. Und Ende des Kapitels. Wow, cool. Wie geil ist das denn? Haha. So, jetzt speichern wir erstmal hier. Und wo kommen wir denn? Ach ja, jetzt kommt wieder eine ganz tolle Sache. Und wenn er jetzt fertig geladen hat, dann können wir es sehen. Oder auch noch nicht. Ah, doch, jetzt. So, ich
frage mich eigentlich, wofür man nochmal extra hier speichern kann. Man kann doch schon speichern, während das Kapitel schon zu Ende ist. Ah, jetzt kommt das mit der Statue. Haha. Das wird geil. Ja, wenn der Typ nicht mal selbstverliebt ist, ey. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Tschüss.